Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge New Pokémon Snap. Wir haben beim letzten Mal die Zeit hauptsächlich genutzt für die Unterwassergegend und haben letztendlich durch einen Geheimgang auch einen neuen, wie heißt der Scheißort? Auf jeden Fall Lumina-Quelle, sag ich mal, gefunden. Lumina-Zone, genau. Ja, man merkt, ich nehme das Spiel noch sehr oft auf. Ich nehme allgemein sehr oft auf. Ich musste mal wieder ein bisschen reinkommen. Jetzt sind Ferien, da werde ich deutlich mehr aufnehmen. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt hier ein neues Lumina-Pokémon finden. Also, ab geht's. Das zweite. Megania hatten wir ja schon vor einer ganzen Weile, irgendwie Folge 3 spätestens. Hat eine Weile gedauert. Aber jetzt kommt das nächste. Und es ist ein Haufen Loserdien. Guck mal, sie sind fett. So, jetzt mal gucken, ob ich irgendwie was machen kann. Ja, hier sind jetzt überall die kleinen Viecher. Na komm, tut euch doch mal zusammen. Ja, ich muss die erstmal treffen. Jetzt verpissen sie sich alle. Hey, maybe try making all those wishy-washy grow. Ja, die sind gerade weggegangen, du Keck. Ach, guck mal, was da kommt. Ja, scheiße. Drehst du dich noch mal um, bitte? Oh, wow, macht der ja echt. Ja, keine sonderlich krassen Fotos bisher. So, da verpisst sich. Kommen jetzt wieder kleine Viecher. Das heißt wohl ja. Das heißt jetzt wieder die scheiß Kugeln spammen in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal was treffe. Okay, dich soll ich treffen können. Ich habe die Kristallblume gehittet. Jetzt verpissen sie sich wieder. Das heißt, es wird gleich wieder das große Viech kommen. Und wo genau? Das Vieh schwimmt da schon. Wie trifft keiner von den fucking Orbs? Ja, das war okay, glaube ich. Ja, das war das Beste bisher. Und wieder weg. So, kommen die kleinen Viecher nochmal? Ich würde schon damit rechnen, ja.
So, hier muss ich am besten hinwerfen. Die so weit weg sind. Ah, und schon wieder verpissen sich alle. So, ich denke, das wird dann zeitlich wahrscheinlich der letzte Durchgang. Vielleicht kriegen wir ja noch ein besseres Foto hin, als wir bisher hatten. Ja, wäre gut gewesen, wenn ich was Frontaleres geschafft hätte. Und das... der war scheiße. Ich glaube irgendwie, das Foto gefällt dem Professor nicht. Genauso wenig wie das. Ja, ne. Ich krieg nichts Gutes, ne. War's das? Ich glaub schon. Ich glaub, das war's, ja. Ach, hier kommen nochmal die kleinen Viecher. Hui, einfach nochmal Zeug reinschmeißen. Weil, warum nicht? Und kommt doch nochmal der Große? Die Stage dauert echt lang, habe ich das Gefühl. Oh, das waren, glaube ich, die besten. Hilfe, ich bin gerade desorientiert. Da ist das Ziel. Oh, moin. Da habe ich leider kein gescheites mit Lumina Orb bekommen. Ich glaube, der verpisst sich dann. Das Ziel ist ja hier. So. Oder wir bleiben jetzt einfach den Rest des Tages stehen, I guess. Ja! Kommt das Scheißvieh nochmal angejumpscared? Ja, jetzt geht's dann zum Ziel. Ah! Ich glaub, da waren keine so tollen dabei. Ich glaub, ich hab hier keine guten Fotos bekommen, aber mal gucken, vielleicht schätze ich es auch falsch ein. Also gegen Ende waren auf jeden Fall die besten. So, 46 haben wir zur Auswahl. Ja, nee, das definitiv nicht. Warum zählen die alle nicht? Ach so, deswegen zählt das hier nicht. Och, das ist nicht gut alles. Ja, irgendwie, auch wenn es nur 2 Sterne hat, am ehesten das hier. Gott, das war echt nicht gut. Vielleicht trotzdem irgendwie ein paar Pünktchen. Okay, reicht für über 5000 also. Ich nehm's. Damit erreichen wir auch natürlich Level Up. Sehr schwer, wenn man einen Erfahrungspunkt braucht. So. Übrigens, es gibt wieder Neuigkeiten. So. Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, dürften wir wieder ein neues Areal freischalten. Nicht?
Ah, stimmt, in der Wüste kann ich ja auch noch weitermachen. Ja, dann werde ich das wohl als nächstes machen. Auf dieser Insel gab's wie erwartet auch ein Lumina-Pokémon. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Vorkommnisse aus der Legende wirklich stattgefunden haben. Stimmt, aber was für eine Katastrophe war das, vor der die Pokémon damals Lentil bewahrt haben? Ich vermute, keine Ahnung, Vodafone. Ja, Vodafone eben. Das Ganze soll vor etwa 2000 Jahren passiert sein. Die Legende besagt Folgendes. Die Kraft der Lumina-Pokémon zerstreute sich und sorgte dafür, dass alle Pokémon zu leuchten begannen. Ergibt Sinn. Allerdings habe ich eine andere Theorie. Ich denke, dass die Pokémon durch den Einfluss von Vodafone erst zu leuchten anfingen. Und besonders stark davon betroffen waren die Lumina-Pokémon. Das ist nämlich hier 5G, was die ausstrahlen. Genau. Du glaubst also, dass die Legende nicht stimmt? Um das herauszufinden, sind wir hier. Genau deshalb ist unsere Forschung so wichtig. Seht ihr? Deswegen ist 5G was ganz Schlechtes. Ich vermittle gute Werte. Oh, dich gibt's ja auch noch. Hi, na, wie geht's mit der Forschung voran? Ich hatte eine Idee. Ihr könnt mit dem Neo-One zwar auf andere Inseln reisen, aber warum knipst ihr nicht auch mal hier ein paar Fotos? Dabei entdeckt ihr bestimmt ein paar neue Seiten an den Pokémon, die ihr immer hier seht. Wählt im Basiscamp das Symbol oben links, um loszulegen. Ja, jetzt können wir im Camp Fotos machen. Und hier gibt's halt Evoli, Leute, ne? Hier gibt's Evoli. Wir machen jetzt mal ein paar Fotos im Basiscamp. Danach werden wir noch Zeit haben für Runde 2 bei Lusardine. Und das reicht dann auch für die Folge heute. Oh, guck mal, Neo One. Habe ich ja noch nie gesehen. Bell nicht, scheiß Vieh. So, da habe ich noch ein Foto bekommen tatsächlich. Okay. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Und ich wusste auch nicht, dass man hier hoch kann. Perfekt. Und mach mal die Tür zu am besten. Weil ich versuche immer noch hier aufzunehmen. Hä? Was? Ich wusste nicht, dass das geht. Man kann hier rein? Der ganze Sinn dieser Mission, wie der Typ gerade schon gesagt hat, ist, dass wir gerade laufen und nicht im Neo One sitzen anscheinend. Wir haben das Neo One ja sogar fotografiert. Den Scanner haben wir anscheinend eingepackt oder so eine Scheiße. Ich dachte, ich kann so laufen und gleich den Pokémon fotografieren. Evoli! Wer hat doch jetzt Glück, wenn man nicht eingestolpert, wenn du wirklich laufen würdest? Außer hier gibt's keine Steine. Was ist das da am Boden? Die zählen nicht. Das sind Fälschungen. Da wär's halt mit meiner Fälschung gestolpert. Ja, nee, das sind gefälschte Steine. Und nur über echte kann man stolpern. Ah, jawohl, gutes Foto. Und guckt mal, Müll. Und noch mehr Müll. Ha! Ha, versteht ihr? Weil Pikachu scheiße ist. Das war wirklich Comedy Gold. Ja, Schnauze. Evoli ist wichtiger. Ich schmeiß mal ein bisschen was hier hin, um wilde Tiere anzulocken. Ich bin sehr sicherheitsbewusst. Wow, der Apfel juckt's einfach. Ah, ach so. Hingehen tut's schon, aber wenn ich dem Apfel an den Schädel werf, der größer ist als das Vieh selber,
Wen würde das schon jucken? Ja, das ist mir klar, dass da Pokémon drin sind. Die Frage ist eher, wie hole ich den raus? Jetzt habe ich mal reingehittet, aber bringt anscheinend nichts. So, wir sind mit der Runde dann so ziemlich fertig anscheinend. Und irgendwie gibt's auf diesen letzten Metern nur noch mal Mauzi. Ich hab's umgebracht, haha. Es ist tot. So, und noch mal die Umwelt kurz verschmutzt zum Ende. Ich bin heute wirklich wieder ein so gutes Vorbild wie selten. Wie liegt das erste Mal auf dieser Strecke? Interessante Strecke. Das ist das Beste. Ja, das ist das Beste von dem. Ja, welches von den Zweien ist besser? Evoli wird... Ich glaube, nee, ich spreche einfach mal nicht auf. Ah, aber das zählt als Unratytox. Ja, das nehme ich. Ja, okay, von dem habe ich nur 2-3 Bilder. Ja, okay, von dem habe ich 1. Und du bist scheiße. Ach so, hier ist eindeutig kein Pokémon drauf, mal wieder. Also, manchmal ist die Erkennung in dem Spiel... Sagen wir ungenau. So, mal gucken, was er denkt. Mauzi erleidet einen qualvollen Tod. Das gefällt ihm. So, da ist noch Evoli drauf, deswegen gibt es viele Punkte. Jawohl, Evoli-Bonus. Also, das Foto ist ja wohl gut. Das gibt... Das davor war 4000 und das hier... alles klar. Ja, das Evoli krepiert einfach. Unratytox. Hust, hust. Ja. Yeah. Okay, das ist aber ein gutes Foto. Das gibt keine 4000. Die Bewertung in dem Spiel ist manchmal wirklich so fucking willkürlich. Komm, du kriegst jetzt noch hier nur 1000, oder? Oder? Ja, okay, allein die Größe gibt mehr als 1000. Es ist ein gutes Stück schlechter als das andere. Yay. Oh mein Gott, 150.000. Willst du mich flachsen? Es gibt sogar ein Achievement dafür, dass man ins Labor geht. Joa. Eine Sache, da hatte ich noch nicht gescannt. Da konnte man bestimmt bei dem Dachboden da noch irgendwie ein Viech finden, aber egal. Zum Abschluss für heute gehen wir nochmal jetzt auf Level 2 den Meeresgrund besuchen. Und guck mal, ob wir jetzt vielleicht ein besseres Foto kriegen. So. Einfach los. Falscher Button. Oh, ein Weimar. Nicht nur eins. Warum seid ihr hier? Was tut ihr hier? Euch will ich nicht. Sucht euch Relevanz. Mir geht's um die Scheißfische da. Z-
Zumindest war das ein gutes Bild, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. So, jetzt wieder Aimbot auf kleine Fische anwenden. Geh aus meinem Gesicht raus. Ich glaube, das Ding hat die Botschaft nicht ganz verstanden. So, kann ich jetzt endlich mal relevante Pokémon finden? Da. Jetzt kann ich mal hier ein bisschen... Hier, ihr wollt euch doch bestimmt wieder verwandeln. Heißt das ja? Auf jeden Fall haben sie sich verpirrt. Ah, es kommen aber andere. Da sind welche, die sehen nicht ganz korrekt aus, Leute. Ich würde da nochmal genauer hingucken. There are imposters among us. Und zwar ein bisschen viele. Reicht's langsam mal? Wollt ihr euch dann wieder zusammentun? Danke. Hatten wir nicht beim letzten Run an der Stelle schon zum zweiten Mal das Viech? Ich habe ein Aimbot. Hi. Ich sehe dich. Junge, ich treff das Vieh nicht. Jetzt habe ich mal einen Hit gelandet, zumindest. Ja, aber kein sonderlich krasses Foto. Das war... auch nicht mega, aber es war okay. Das dritte war scheiße, das zweite aber glaube ich, okay, jetzt geht's wieder. Ich glaube, da war ein ganz gutes dabei. Und da kommen auch schon wieder die kleinen Viecher. Ja, die trifft man nicht auf die Distanz. Ich meine, ich kann ein bisschen spam. Ah, jetzt sind's andere. Die schilden diese scheiß Loser, die ihn so, dass ich die gefühlt nicht treffe. Ach, aber es hat gereicht. Und warum kommen die Libiskus mit? Formen die Libiskus jetzt mit ein großes Loser-Din oder was? Ich bezweifel's. Und gleich kommt so eine richtige Mutation auf mich. Okay, ja, es war doch nicht gut. Scheiße. Dreh dich mal wieder zu mir. Das kann man so doch nicht gescheit fotografieren. Digga, das Viech macht aber auch Stunts. So, hier sind wieder ein ganzer Haufen von den kleinen Viechern. Gefühlt, wenn ich jetzt einfach hier so ein Foto nehme, müsste... okay, stimmt, das zählt wahrscheinlich nicht. Sonst müsste das doch gefühlt 10.000 Punkte wegen andere Pokémon bekommen.
Ich schmeiß euch ja schon voll mit dem Zeug. Werdet glücklich! So, jetzt reicht's denn wieder. Okay, sie gehen nach oben. Ah, das war nicht so toll. Okay. Hilfe! Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Help! What the f... What the fuck war das? Ach, da konnte ich jetzt auch gute Fotos bei schießen. What the fuck, gefühlt kann man bei Level 1 bessere Fotos schießen als bei dem hier. Wenn man das Ding fotografiert, dann sofort einfrisst, dann bringt das Bonuspunkte. What the fuck? Ich entdecke so viel heute in der Folge über das Game, was ich nicht wusste. Und ich kenne an sich... Ich dachte, das Spiel hat jetzt nicht so viel Inhalt. Ich kenne an sich schon einige Sachen hier. Ja, ich habe schon ein und zwei Sterne. Ich habe 4-Sterne-Fotos. Ich weiß nicht, warum das 4 Sterne hat. Aber es hat 4... Ja, welches davon ist jetzt besser? Ich nehme das, was ich persönlich besser finde. 4. Wunderschöne Bilder. Das hier. Ah! Finien! Das ist von dem Ding gefressen. Kristallblume. Die sind alle ohne Motiv. What the fuck? Ja, okay, hier kann ich keins auswählen. Und Weimar hatte ich doch eigentlich eins. Ja. Keine Ahnung, warum das nicht angekommen ist. Was war dieser Durchgang? Ich versteh's nicht. Yo, das gefällt ihm ganz gut. Das, weniger. Und das war's dann auch. Alles klar. So, 11.000 gibt's dafür. Ich muss mir noch ein paar wichtige Bilder im Album speichern. Wo ist Finian? Oder willst du mir jetzt sagen, das zählt, das kann ich mir nicht mal abspeichern? Bruh. Der genau das wollte ich aber. Scheißspiel. Schiebung. Aber ja, das war's dann auch wieder mit dieser Folge von New Pokémon Snap. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo da. Thanks. Beim nächsten Mal werden wir in der Wüste weitermachen. Und ich denke schon mal auch ein neues Gegend, ja. Ich bin heute wieder durch. Wir haben heute einiges im Spiel entdeckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.